schon mal laut. Musik ist gut. Erinnert mich an Diablo. Voll gut. Ein bisschen laut. Wirklich ein bisschen mal von Diablo, oder? Ist aber auf jeden Fall schon mal deutsch. Ist auch schon mal ein Vorteil. Wir haben mal gespannt. Pad up. Und der Fabi, mittlerweile im 90. Alter Schwede, kein Moped Tag. 96 ist der nächste. Muss ich gerade nachgucken. Fabi, dickes Dankeschön für 90 Monate, Mann. Alter Schwede, ey. Einfach, ey. 90 fucking Monate. Dankeschön für die Treue und den Support, Mann. Ja, ich lese mal nicht, ne? Ich mach mal so. Okay, was sehen wir denn hier? Wir haben einen Mannequin. Wir können laufen. Schon falsch. B ist angreifen. In welchem Spiel ist denn B angreifen? Okay, X ist auch angreifen. Ist das dasselbe angreifen? Nee. X ist schnell angreifen, B ist schwer angreifen. Y ist gar nichts. Bin schon skeptisch, Chat. Steuerung ist tatsächlich... Boah, schwammig, würde ich sagen. Also dementsprechend, der Chart zieht echt noch nach und ist relativ langsam. L2 macht das hier, was immer das ist. R1 ist anscheinend blocken. Entschuldigung, L1 ist blocken. R1 greift in die Tasche, macht aber nichts. Und R2 ist, glaube ich, schießen. Wobei ich nicht weiß, wie ich schieße. Wahrscheinlich dann mit L2, ne? Nee. Okay, jetzt hab ich geschossen. Achso, okay. Einfach nur R2 gedrückt halten und dann loslassen. Alles klar. Paar Sachen auf dem Digipad. Halte A, um zu rennen. Ah ja, okay. Das hier Tutorial. Stein von Librom verbessert. Ich gehe mal davon aus, das werden wahrscheinlich die Essos sein. Sehr laut. Munitionsvorrat vergrößert. Warte mal, ich muss ganz kurz hier, ob es wirklich laut. Holy shit, ey. Ja gut, das könnte wirklich Schleichen sein. Ja, stimmt. Ja, und dabei ist Andorios noch nicht mal da. Glaube ich. Maurice, sei gegrüßt. Gegenstände verwenden. Ja, gut, das ist klar. Digipad. Ist nach unten ist heilen. Also, wie ich schon sagte, das ist die Estus. Inventar. Ja, ist okay. Wo sehe ich denn, wie viel Schuss ich habe? Ah, oben. Ammo, alles klar. Achso, das hatte ich schon. Um anzugreifen. Ups. Alter, das ist ganz laut. Alter, das ist immer noch viel zu laut. Du bist ja taub. Ekelhafter Schleimbrei. Medizinpellets. Das ist besser. Alter, was droppt denn hier alles?
Kleine Runde der Rune der Wut. Ekelhafter Schleimbräu. Ekelhafter Schleimbräu. Okay. Ah, Andorius ist doch da. Den muss ich nur weiter übersehen. Verdammt. Sei gegrüßt, Andorius. Gar nicht gesehen. Wer bist du? Okay, anscheinend mit denen kann ich nicht reden. Wo geht's denn aber unten lang? Also nur mal so für die Interesse. Achso, da geht's nicht weiter. Okay, da komme ich nicht weiter. Also, vielleicht komme ich weiter. Ich will da jetzt nicht reinrennen, weil ich tippe, dass ich da Schaden bekomme. Achso, da muss ich lang. Zum Schießen RT halten und loslassen. Es ist immer cool, dass ich die Steuerung selber rausfinde. Und danach aber noch vom Spiel erklärt bekomme. Was ist denn diese Rune? Verleiht einer Nahkampf- oder Schusswaffe dauerhaft 10% Feuer. An Gegenstand anbringen. Achso. Ah. So. Haben wir direkt gemacht. Jetzt haben wir eine Feuerknifte. Hier nicht Knifte, Schwert meine ich. Okay. Cool. Also kann man hier also sockeln. Und wir haben zwei Sets quasi. Okay. Ja, was ist eigentlich mit Eiter? Keine Ahnung, es gibt's nicht mehr, ne? Ist noch nicht mal mehr auf Steam gelistet, das Spiel. Ist halt weg. War mega gehypt. Ist weg. Kleine Rune der Panik. Elektrizität. Kann ich die auch da noch anbringen? Wie viele Runen passen denn da rein? Anscheinend zwei. Ich sehe sogar die Möglichkeit für drei. Drücke A beim Bewegen, um eine Ausweichrolle zu machen. Achso, ja, okay. Wobei, es ist nicht mega schnell. Also es ist tatsächlich für meinen Geschmack zu langsam. Es könnte schneller sein. Also es ist halt nicht so, auch wenn so der Artstyle in Richtung vielleicht von Moonlighter geht oder von Children of Morta, ne, eher Children of Morta, ist es nicht so schnell und präzise. Also präzise kann ich noch nicht sagen, aber nicht so schnell. Drücke B, um ein... Ja, das habe ich schon getestet. Oh, ja, das war dumm. Und vor allen Dingen... Der Char... Das mag ich schon nicht. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade schon wieder Kritik äußere. Der Char bewegt sich beim Schlagen... in eine Richtung... Seht ihr, ich komme halt immer weiter nach rechts. Oder jetzt in dem Fall halt nach links unten. Das heißt, ich muss permanent korrigieren, wenn ich da nicht hin will. Finde ich schon kacke. Mag ich nicht. Was wurde ausgedrückt? Achso, der Eiter. Ja, ja, genau, der wurde ausgedrückt. So, quatschen kann ich. Ach doch, mit dem kann ich quatschen. Ja, was? Erhabenheit kann sich durch jahreslanges treues Knechtschaft verdienen. Ja, gut, wir knechten. Wir knechten. Wen knechten wir? Ah, ich will immer mit R2 laufen, ey. Ganz schön viel Blut. Okay, ist ja wirklich hier Hit and Run.
weiß nicht, wie ich da zwei Hits hintereinander drauf kriegen soll. Jetzt hat er auch Gift beim Blut. Ich weiß nicht, mache ich Feuer und Elektrizität? I don't know. Also man sieht's halt nicht, ob ich irgendwelche Statuseffekte auf ihn mache. Also die Dinger kann ich zumindest kaputt machen. Ja, okay, das scheint Schaden zu machen. Also jetzt habe ich gerade nicht Schaden bekommen. Okay, jetzt ist es, Blocken wurde mir noch nicht erklärt, by the way. Nee. Kein Loot? Keine Belohnung? Kein Achievement? Das ist enttäuschend. Ey. Was? Lost Ark? Wieso Lost Ark? Maverick, sei gegrüßt. Ja, ich weiß noch nicht, ob das jetzt ein Block ist oder nicht. Das hat das Spiel jetzt ja noch nicht erklärt. Das meine ich damit. Angriffsgeschwindigkeit. Verleiht der Nahkampfschusswaffe Dauer 15% kalt. Also irgendein Statuseffekt müsste jetzt ja dann procken. Lost Ark habe ich hier schon seitdem es raus ist installiert. Ich kam noch nicht dazu zu spielen. Ich wollte da eigentlich immer mal reinschauen. Ich hatte ja damals das Demo gespielt. Aber dann nicht die finale Version. Bin ich bis jetzt nicht zugekommen. Alter, wie viel gibt's denn hier? Also Runen ist ja wirklich hier ein Ding, ne? 15% Feuer. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich die denn rein? Also, kriege ich die jetzt da noch rein? Anscheinend nicht. Ablegen? Nee, das war falsch. LB. Also ich glaube, einmal gesockelt kriegst du die Dinger auch anscheinend nicht wieder raus. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Okay, hier komme ich erstmal nicht weiter. Ja, ich glaube, Feluria spielt Lost Ark. Und Sascha. Also die verlorenen Mods halt. Die haben halt nichts Besseres zu tun. Glaube ich. Ansonsten glaube ich, so weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, dieselbe Frage wie mit New World. Oh, was war das denn? Macht das Schaden? Kriege ich da jetzt Schaden oder nicht? Bin unschlüssig. Blitzpilz. Was? Okay, ein Striver. Striver? Striver? Ist der da böse? Mhm, okay. Too long to read edition. Nein, ich wollte das Schwein looten. So, Quatsch, ist die Kiste dahinter. Bin auch dumm. Also spielt es auch nicht mehr, okay.
Okay, wo soll ich denn hin? Oh, ey, Weg finden. Beruhigungskapsel. Also ich weiß nicht, blocken kann man halt nicht, glaube ich. Bin aber nicht sicher. Was? Dein Verstandslevel beeinflusst den Schaden, den du aussatzt und erleidest die Menge an EP, die du erhältst und die Anzahl an Gespenstern, die dir begegnen. Achso, ja, so ein bisschen auf Bloodborne angelehnt. Verstehe. Also quasi Einsicht. Ja, aber die Frage ist halt, warum sie es nicht trotzdem halt raushauen, weiß ich nicht. Ich meine, klar, jetzt mittlerweile ist es wahrscheinlich zu uninteressant geworden, aber I don't know. Ja, es ist so, Youngtimer, ist so. Diese blauen Klamotten, Wahnsinn, Sanity, halt so da, Bloodborne-Zeug. Wobei ich nicht wüsste, wie ich das halt verhindern kann. Oder ob man wirklich... Was? Krombacher Kanister? Okay, kann ich nicht nehmen. Warum nicht? Habe ich schon Krombacher? Kann ich nur einen Krombacher Kanister mitnehmen? Und was ist das? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann ich nicht mitnehmen. Ist das Ding denn jetzt eingestellt, Mori? Hast du mal gegoogelt? Schon 10 in meiner Inventarleiste. Achso, okay. Gärten von Mornia. Was macht denn der Kanister? Ich sehe es halt nicht im Inventar. Ich sehe es halt nur links im Inventar. Ja, ist okay, hast du recht. Ja, keine Ahnung. Muni auffüllen. Ne, machen das nicht diese Dinger hier? Achso, ja, nee, dann habe ich. Dann, ja, okay, stimmt. Das sind diese Kombi-Kanister. Aber die sind... Okay, jetzt bin ich verwirrt. Keine Ahnung. Whatever. Boah, kann man die Steuerung umlegen? Das macht mich fertig, ey. Nee, das ist aber nicht jetzt meine Steuerung. Das ist hier irgendwie die Behelfssteuerung für den PC. Nun, anscheinend nein. Ja, schade. Zurück. Okay, das... Aha, meditieren. Okay, keine Ahnung, was meditieren macht. Das Lager. Okay, da kann ich aufs Lager zugreifen, reisen. Okay. Okay. Was denn? Okay. Keine Ahnung. Das ist quasi einfach nur wahrscheinlich ein Tutorial-Dixie-Bumsi oder Datenbank-Ding. Ja, das ist Bonfire. Ja, das sind Shortcuts, da müssen wir halt diese komischen Blubber-Dinger wegmachen. Das haben wir ja auch schon gerade gehabt, ja. Das ist nix. Okay, drei auf einen Streich. Naja, fast. Das tapfere Slessy-Lerner wieder zugeschlagen.
Oh, Captain Knüppelwurst. Ja, okay. Also ich würde sagen, das ist RIP, der Eiter. Herzpilz. Okay, da geht's raus. Da geht's nicht weiter. Da auch nicht. Okay, wir müssen also oben rum. Gibt's eigentlich eine Währung? Nee, ne? Also irgendwie nicht tatsächlich, oder? Also nicht, dass ich jetzt gesehen hätte. Außer diese Elf da oben, wobei ich weiß nicht, ob das Schüsse sind. Okay, jetzt können wir mal testen. Ja, du hast ja nicht Haut. Jetzt habe ich keine Stamina mehr. Wow, im letzten Moment verzogen. Ja, beste Schütze, ey. Nur mal von der ganz kurzen Logik, Chat. Der Typ kann nicht nach unten hauen. Der haut nur nach links und rechts. Also wenn du unter ihm stehst, kann er dich literally nicht treffen. Oder über ihn. Geht halt nicht. Das ist halt lustig. Der kann dich halt nicht treffen. Der kann halt nur nach links und rechts hauen. Ja, nun. Das ist natürlich ein bisschen... Nun. Ja, erster Eindruck ist als Proof of Concept. Ist das Ding nice? Ich weiß nicht, wann das Spiel rauskommen soll. Für mich müsste sich echt noch einiges ändern. Also die Steuerung ist super komisch, schwammig. Und auch was bis jetzt an Gegnern da ist, ist halt, sage ich mal, super basic. Und alleine, dass du halt solche Gegner halt quasi cheaten kannst, weil sie nicht nach oben oder unten hauen können. Ja. Das Spiel ist schon draußen. Oh. Ja, das macht es jetzt nicht besser. Das macht es jetzt nicht besser. Wir können wenigstens nach unten spucken. Jetzt habe ich wieder keine Stamina. Der Verbrauch ist auch viel zu hoch.
Weil im Endeffekt, du kannst hier wirklich ja nur einen Hit machen und musst sofort rollen. Und das, irgendwann ist einfach Stamina-Ende. Auch die Balance dazwischen ist irgendwie so ein bisschen off halt. Weiß ich nicht. Das ist halt immer so, auch im Moment so, das Spiel wieder, ja, wann kann ich denn diesen einen Hit machen, um wieder auszuweichen? Also es ist halt so eine Timing-Geschichte. Ist ja noch nicht mal schwer. Also ist ja jetzt nicht, dass ich sage, boah, ist jetzt schwer. Es sind halt rudimentäre Sachen der Steuerung, die ich angesprochen habe, Andorius. Giftpilz. Große Rune der Depression. Narrenpilz. So. Und zock nach, komm gut ins Bett, schlaf gut. Und der Jesterhead, sei gegrüßt, guten Abend. Und Dankeschön für 59-es geldiges Geld. Dankeschön, Mann. Oh, da kommt der Ritter, Mann. So, der blockt auch Schüsse. Kann der nach unten hauen? Nö. Also leicht nach unten. Na gut, andere Seite. Aua, jetzt bin ich aus dem Rhythmus. Ja, ich weiß es nicht. Das ist mir nicht böse gemeint, das ist mir zu basic. Das ist halt wirklich, wirklich echt rudimentär. I don't know. Okay, dann lag ich mit den 6 Jahren richtig. Also hatte Dave das auch so verstanden, weil das darüber habe ich auch schon am Anfang gesprochen, dass ich 6 Jahre dafür halt auch, sage ich mal, fragwürdig finde. Weil so lange ging alleine die PR-Phase für Cyberpunk. Das habe ich gerade schon gebracht. Ja, sehe ich ähnlich. Wie lange? Ich habe lokale Recording an. Also wir haben zumindest eine halbe Stunde. Also jetzt haben wir noch quasi eine Minute. Dann haben wir das 30 Minuten angeguckt. Aber nee. Also für mich gerade als jemand, der halt sehr ausgefeilte oder gute Steuerungsschemen oder Schemata mag,
okay, die sind sogar Totenkopf. Ist das jetzt tatsächlich zu wenig? Das ist halt... Ihr seht ja den Flow, es ist halt in der Endeffekt ein Hit-Spiel. Hat ja auch der Chat gerade richtig gesagt, es ist halt ein Hit, wegrollen... Weiß ich nicht, da kommt halt eben so gar nicht so das Kampfgefühl halt bei rüber. Irgendwie ist es dann nämlich nur noch nervig. Und die Kisten kann ich irgendwie noch nicht aufmachen. Oh, ich kann sie kaputt machen. Achso, wusste ich gar nicht. Bin ich wieder bei dem, was ich schon mal gesagt habe, das dann jetzt als abschließendes Fazit. Wenn ich halt ein Spiel mache, was halt so ein Kampfspiel ist, wäre ich wirklich bemüht, dass das Beste, was das Spiel zu bieten hat, das Kampfsystem ist. Scheiß mal jetzt auf Grafik, Sounds und was weiß ich, wenn sich das Kämpfen cool anfühlt, aber auch hier alles andere ist cool, aber das Kampfsystem ist halt schwierig. Also nicht schwierig im Sinne von schwer, sondern eher nicht so gut. Oder irgendwie auch immer die gleichen Gegner, ne? Jetzt kommt wieder der Ritter, der nicht nach unten haut. Weiß ich auch nicht, wie man auf die Idee kommt, ehrlich gesagt, ein Spiel zu machen, wo ein Ritter nicht nach oben hauen kann. Ist sowas keinem aufgefallen? Ich meine, das ist ja noch nicht mal jetzt schwierig, das ist einfach nur langweilig. Du musst ja einfach nur hier mal nach oben gehen. Toll. Ja, okay. Guti! Machen wir mal aus, würde ich sagen, wa? Weil, ja. Nach oben kommt das DLC, ey. Ja, wahrscheinlich, ey. Ja, schade.